Ja, Freunde, hier ist wieder Frank, ein Hesse on Tour. Jetzt schauen wir uns hier am Lullusfest mal die Feuerrede an des Feuermeisters und wie das Feuer gelöscht wird, gelöscht und begraben wird. Dazu nehme ich euch wieder gerne mit. Viel Spaß. Auch heute haben sich wieder zahlreiche Menschen hier versammelt, um sich die Rede des Feuermeisters anzuhören. Und dann ab 21 Uhr gibt es dann das große Feuerwerk. Das schöne große Feuer ist nur noch ein kleines Feuerchen, damit es dann auch schnell gelöscht und begraben werden kann. Die Schippen und die Eimer Wasser stehen schon bereit. Ja, die letzten Kastanienwerfer tun jetzt noch ihr Bestes. Liebe Lolz-Gäste, Lolz-Schwestern und Lolz-Brüder, heute heiße ich euch Mückenstürmer und Gäste herzlich willkommen, die ihr euch Zeit dafür genommen habt, das Auslöschen unseres Lullusfeuers hier mit mir zu erleben und damit dem Ereignis die gebührende Ehre zu geben. Zum ersten Mal darf ich diesen Gruß an euch richten. Wie es dazu kam, will ich euch kurz berichten. Der Klaus hat bis zum letzten Jahr das Lullusfest vertreten. Danach hat er die Kreishandwerker gebeten, einen neuen Feuermeister für das Amt zu suchen, den richtigen zu wählen und für den Job zu buchen. Nach Beratung in den Zünften der Stadt, wer erfüllt all die Forderungen glatt, wurde mir das Amt von allen angetragen. Da habe ich mir gesagt, du musst es wagen. So bin ich zu diesem hohen Ehrenamt gekommen und als Herrschfellerjung habe ich es angenommen. Lernen muss ich als Neuling viel und vor allen Dingen meine Gedanken zu Lolz euch nahe zu bringen. Bekannt ist gewiss euch allen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Unser Bruder Lolz ist hier die ganze Woche erschallt und in der Nacht auch hörbar verhallt. Fürs Vierche die letzte Stunde hat geschlagen. Jetzt und laut mag ich es kaum sagen. Wir haben es Tag und Nacht getreulich bewacht, haben ihm uns erfreut und gelacht. Da ist es Zeit, nochmal in Rückschau zu fassen und das Lolz-Jahr Revue passieren zu lassen. Darauf ein Herr Schweller! Immer! Das vorherige Lolz war mit 500.000 Besuchern gut bestückt. Das hat die Stadt und auch die Schausteller entzückt. Nach dem Lolz wird's meist bitterkalt und auf dem Lindplatz kam eine Eisbahn vor dem Weihnachtsmarktwald. Auch der Weihnachtsmarkt wurde gut besucht und viel genossen, bis auf die Tage mit Sturm, da wurde geschlossen. Ein Haufen Hochwasser gab's im Winter dann auch. Einen Haufen Mist vor der Türe ist aber nicht drauf. Unsere Landwirte waren sauer und protestierten laut, legten den Verkehr lahm, bis er sich staut. Bundstadtbraun hieß dann die Demonstration. Das bewegte die Stadt und auch die ganze Nation. Wir sind beim Zustand der Hersfelder Straßen.
Geflickt wird in Stückchen und nur in Maßen. Fahrbahnerneuerung nur in Teilen. Warum nicht reparieren in Meilen? Attacke! Man kann es ja verstehen, der Säckel ist leer, aber Stückwerk an Straßen bringt uns nicht mehr. Warum nicht wie die Meißebacher sanieren? Das dauert zwar lang, aber da lässt sich planieren. Bei der Feuerwehr bleibt keine Wahl. Die muss gepflegt werden, wie ist egal. Die Feuerwehr ist unverzichtbar, das wissen wir. Das war dieses Jahr wirklich der Fall, mal vier. Zwei Möbelhäuser, zwei Gartenhütten und noch einiges mehr fanden in dem Ende im Feuer so sehr. Ach so, ich hätte es fast vergessen. Da war noch das Werk, das Fäden macht am Fuß vom Johannesberg. Auch Hilfe für Menschen in Tier und Not leisten die Männer und Frauen im Auto in Rot. Drum müssen wir die Feuerwehr fördern, wie ihr seht, mit Geld, Personal und Unterstützung, wo es nur geht. Neue Feuerwehrhäuser und Fahrzeuge zum Löschen brauchen wir überall in unserem Hessen. Auch DRK, das THW und die Polizei brauchen Unterstützung bei ihrer Arbeit. Auch sei es durch Geld, durch Sponsoren oder auch nur durch Aufmerksamkeit. Dann wären so Zeilen wie Vandalismus im WC und Einbrecher überall schnell vergessen und es gibt keinen Krawall. Die Radgaragen wären schick und noch offen, wir könnten ruhig schlafen und auch noch hoffen, dass die Gelder für diese Verschwendung fänden eine sinnvollere und bessere Verwendung. Zum Thema Glasfaser und den Bauarbeiten kann man nur sagen, es lässt sich gar streiten. Die einen sagen, schlecht ausgeführte Straßenflächen, dafür wollen wir hinterher sicher nicht flächen. Die anderen beschweren sich über die Behinderung, aber ohne die ist sowas noch nie gelungen. In der Stadt, in dem Verkehr, diese Arbeiten zu machen, finde ich schwer. Drum sollten wir den Leuten auch Respekt zollen, wie wir es gern wollten. Gebaut wird auch außerhalb der Stadt auf Autobahnen mit Eile. Die fehlenden Brücken beschäftigen uns noch eine ganze Weile. Die A4 wird ausgebaut und breiter, geht sechsspurig nach Ost und West. Das macht uns heiter. Herr Schöller! Im April war die 19. Kneipentour. Bei bestem Wetter gab's Musik pur. Im Vorjahr noch verregnet, wurde sich hier in Kneipen begegnet. Die Mückenstürme wurden 350 Jahre gefeiert wurde, so ist es wahr. Ein Stadtfest gefeiert mit 1000 Leuten, habe die Stadt und Vereine keine Kosten gescheut. Es wurde gefeiert in kurzer Garderobe und ohne Nachtgas als Partydroge. Auch Cannabis brauchte damals keiner. Die Unpluggers und Musik pur waren feiner. 5 Tage Swing and Wein gab's dann im Stift. Der Regen war dafür aber kein Gift. Sonnig waren die letzten Tage vom Fest, was die Stimmung besser werden lässt. Dem Feuermeister der Raucher ein Denkmal gesetzt. Dem Holzplatz am Vierche damit besetzt. Dem Reinhard gebührt großes Lob. Dem Feuermeister damit auf den Sockel hob. Herr Schöller! Heller! Sohn! Hey! Uras! Auf dem Hessentag in Krützler war die Stadt vertreten durch Mönche, Feuermeister und ihre Majestätin. Nur in geringer Zahl der Magistrat die Stadt am Hessentag vertrat. Auch war der Wagen nur spärlich geschmückt, wodurch das Image der Stadt keinen entzückt. Die Ballons am Wagen zeigten blau-weiß, die falschen Farben, wie jeder Hersteller weiß. Die Festspiele wurden in diesem Jahr wieder ein Erfolg, so ist es wahr. Mit über 100.000 Besuchern für die Stadt ganz wichtig, mit Unterstützung durch Bund und Land, so ist es richtig. Trotz der Gelder bleibt sicher ein Minus zu beklagen, was die Stadt belastet, überall in allen Lagen. Durch weniger Einnahmen aus Steuern wird es unumgänglich, den Haushalt zu kürzen, ganz umfänglich. Doch es wird nicht überall gekürzt, da sind Vereine ganz sicher bestürzt. Sogar die Brunnen werden abgeschaltet in Teilen, um den Haushalt der Stadt zu heilen. Hersteller!
Neu wurde uns die Intendantin vorgestellt, was die Nachfolge von Jörn Hinkel uns erhält. Elke Hesse ist die Neue, ach, die war schon da und hält die Treue. Auch die Preise der Festspielkarten müssen steigen, man kann nicht warten. Zu überlegen ist es allemal, ob man verteilt Freikarten in dieser Zahl. Konzerte macht für junge Leute, bringt in die Ruine mehr auch heute. Auch muss die Innenstadt jünger werden, sonst verlieren wir ganze Herden. Wenn ich in andere Städte schaue, was da geboten wird mir flau. Nur das Lolz und die Verspiele sind zu wenig, das lockt nicht viele. Die Stadt ist nicht für alles da, das ist richtig. Das sind die Leute, die vermieten, auch sehr wichtig. Gegen die großen Ketten aus den Städten muss kein Billigheimer sie vertreten. So schaffen wir kein Einkaufsklima zum Bummeln und Flanieren, na prima. Wasser für alle und Holy Aparoli ist in Teilen ein Anfang, damit die Leute in der Stadt verweilen. Auch Basketball am Linkplatz hilft uns sehr, damit die Jugend in der Stadt wird mehr. Da muss in nächster Zeit noch variieren, damit wir den Anschluss nicht verlieren. Über einen Erlebnismarkt am Wochenende wurde gesprochen, der bringt die Wende. Ein Highlight soll er zum Wochenende sein, mit Erlebnissen und Kulinarik ganz fein. Nur woher sollen die Marktbeschicker kommen? Sind woanders auf den Märkten aufgenommen? Auch ist noch nicht geklärt und einerlei, ob es für die Stadt wird kostenfrei. Hersteller! Vor 20 Jahre ist der Lolzlauf geworden, wird gefeiert mit Prominenz auf der Strecke und mit Orgen. Von 500 Meter bis Halbmarathon wurde gelaufen, am Ende der Strecke mussten alle verschnaufen. Die Stadt mit vielen Wimpelketten geschmückt, das sieht gut aus und ist sehr geglückt. Das Wetter war gut und die Stimmung klasse, für Lolz war es ein Jahr der Asse. Die Schausteller und Schaustellerdamen haben mich aufgenommen mit voll offenen Armen. Dafür danke ich sehr, das ist wahr. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Hey, Bruder Lolz! Volksgenossen, Bürgersleute, unsere schönste Lullusfreude, die uns heilig ist und teuer, unser einzig Lullusfeuer, soll mit Wasser, soll mit Erden ausgelöscht begraben werden. Was den Flammen ward zum Raube, Asche ward bedeckt vom Staube, soll nun dreimal 158 Tage ruhen im dunklen Schoß der Erde, die es hüte, die es trage, bis ein neuer Lolztag werde. Schüttet in den Flammenschein nun des Wassers Todesstrahl und mit Erde decket ein Feuer und verkohltes Holz, während wir zum letzten Mal rufen unser Bruder Lolz. Herr Schweller! So, zum Abschluss. Wir werden noch ein Lullusfeuer uns genehmigen. Bis nächstes Jahr. Herr Schöller! So, ich bitte zur Tat zu schreiben. Nein, 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 nein. Wir nehmen uns hier bleiben da. Wir nehmen jetzt dahinter, das sind jetzt.
Freunde, hier ist wieder Frank ein Hesse on Tour. Jetzt warten wir auf das große Feuerwerk, was hier um 21 Uhr stattfindet und vom Kirchturm der Stadtkirche abgefeuert wird. Dazu nehme ich euch wieder gerne mit. Viel Spaß dabei. Spaß, könnt heimgehen. Noch ein.